Leandro Potaro, eigentlich schon raus aus dem Pokal, dann noch ein Eigentor und dann das Elfmeterschießen gewonnen und dann noch der Held, ein Held zumindest. Ja, wie sind da die Emotionen? Ja, das ist Fußball, sage ich mal. Ne? In einem Moment bist du der Blödmann, im anderen Moment bist du der Held und ich freue mich einfach riesig für uns alle, für den Verein, für die Mannschaft, dass wir das Spiel noch drehen konnten und im Derby jetzt den Sieg einfahren konnten. Was hat den Ausschlag gegeben? Die zweite Halbzeit war ja nicht mehr ganz so dolle von beiden Mannschaften, dass das noch gekippt ist, dass man an sich geglaubt hat oder woran glauben Sie, das hat es gelegen am Ende? Ja, also ich glaube, wir haben eigentlich das ganze Spiel an uns geglaubt. Wir haben uns nicht aufgegeben. Klar, der Rückstand war scheiße. Das sah scheiße aus, aber wir haben uns nicht hängen lassen. Wir haben weitergemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir echt richtig gut gespielt und wir haben uns dann mit dem Sieg belohnt. Man muss ja eins auch sagen, wie kann das passieren? Man kommt super raus, hat drei Chancen, dann macht man mehr oder weniger einen eigentorigen kapitalen Bock, der eigentlich nicht passieren darf. Dann ging es noch die erste Halbzeit, und zweite Halbzeit hat man natürlich dann gemerkt, man will, aber die ganz großen Chancen bis auf Bujolab ganz zu Anfang gab es dann auch nicht mehr bis zu dem Tor. Ja, ich sage mal so, das spiegelt leider so ein bisschen die Saison wieder, die ersten Minuten dann. Wir machen es super und gehen dann wieder in Rückstand. Aber ja, es ist halt nun mal so, wir müssen das Beste draus machen und das haben wir heute gemacht, haben uns dann belohnt. Elfmeterschießen war ja auch ein Drama, eigentlich lag man vorne, dann wieder so wackelig und dann wird neben ihnen auch der Mann eigentlich der ganz große Held, der erst der Depp war, nämlich Leo Oppermann, der zwei Elfer hält. Ja, genau. Also ich sage ja, das ist Fußball und das sind schöne Geschichten, die man schreibt. Ich freue mich riesig für Leo, dass er da die zwei Dinger gehalten hat und ja, ich bin einfach glücklich jetzt. Was kann das bedeuten? Ich meine, zu Hause tut sich die Mannschaft im Vergleich zu auswärts ungeheuer schwer, gerade in diesem Jahr jetzt, in diesem Kalenderjahr. Was kann das jetzt bedeuten? Weil man hat noch vier Heimspiele, davon drei gegen direkte Konkurrenten um Klassenerhalt. Ja, das kann sehr viel bedeuten. Ich denke, dass der Sieg uns jetzt beflügeln wird für die nächsten Wochen. Wir wissen alle, was da auf uns zukommt. Und dass sie hart werden, wissen wir. Aber dass wir jetzt dann mit dem Sieg ins Duisburg-Spiel reingehen können, ist, glaube ich, super. Und wir werden die Woche richtig Gas geben. Okay, Leandro Potaro, danke. Gerne.